Soll ich einen Schranz heben? Nicht so sehr auf Feuer. Bitte verstanden, ihr Trocken. Dreh eine Runde und dann mach Schluss. Versucht jemand seinen Helikopter mutwillig zu zerstören, damit er nicht übers Wasser fliegen muss. Weiter. Er hat es fast geschafft. Ist ein bisschen blöd ins Feld geplumpst. Also den kaufe ich nicht mehr. Cornel Al-Sadi. Hey, wo denn das? Ich komm gar nicht mehr her. Bum, 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 bum. Okay. Cornel Al-Sadi. Ich filme. Dreimal machst du noch. Autorotation Cornel Al-Sadi. Ist mal besser klappt. Einstellung die 10. Piep. Das war eindeutig zu hart. Das war nichts mit Al-Sadi. Vielleicht ist das aber auch nicht. Was wir jetzt den Schalter ausschalten, das kann jeder. Das sah schon besser aus.
bis ca. 10 Grad. Die Elastizität des Landegestells ist noch vorhanden. Man müsste eine seriöse Sache nennen. Ja. Chemnitz, Windstärke 10, das Landegestell hält. Oh, da gibt keine Ruhe. Denk dran, du hast mit 48% auf deinem Akku. So gut aus. So, und jetzt hoffe ich doch, das ist das letzte Mal. Nichts außer Blödsinn in der Rübe. So ist doch. Hilfe. Für solche Eskapaden bin ich nicht vorbereitet. Aus? Wiss ich nicht.
wird er bestimmt nicht echt jetzt. Wird er gestartet. Kleiner armer Brutus, musst du heute leiden. Du wärst kein Brutus geworden. Oh nee. Hättest du mehr Ruhe, wenn du auf dem Grund des Steinbruchs liegen würdest. Wo bist du denn jetzt gelandet? Irgendwo dahin? Geht noch. Das war schön sauber. Der letzte war der beste, also lassen wir es lieber beim letzten.